Leider ist er noch bei Bewusstsein weiß. Bemerkenswert. Ich glaube, das Höchste, was ich bei jemandem mitbekommen habe, war auch 4,5, 4,7, sowas. Cassandra! Ich habe nicht nach dir geschickt. Egal, welche Gewänder du trägst, Phoebe hätte dich nicht einlassen dürfen. Tja, blöd jetzt für dich, ne? Aspasia schickt mich, dich zu holen. Sie will, dass du nach unten zur Feier kommst. Sie findet, ich kümmere mich nicht genug um die Gäste. Doch diese Feiern liegen mir nicht. Im Grunde bist du auch ein Gast. Wenn du dich zu Herodotos und mir gesellst, sollte sie das besänftigen, meinst du nicht? Du willst wirklich nicht nach unten gehen, oder? Wer ständig vor Menschenmassen sprechen muss, sehnt sich nach solchen Momenten der Stille. Das tue ich auch, obwohl ich nicht vor Menschen sprechen muss. Warum schicktest du Metiochos trotz der Gefahr ins Fischerviertel? Ich hätte ihn nie willentlich einer Gefahr ausgesetzt. Du hast anscheinend viele loyale Freunde. Diese Menschen sind mir sehr wichtig. Ich verstehe nicht, warum du Anaxagoras verbannen wolltest. Sokrates sagte, er sei dein Freund. Ich riskiere nicht das Leben jener, die mir nahestehen, wenn ich es vermeiden kann. Also wolltest du ihn beschützen? Anaxagoras verstand meine Sorgen. 10 Jahre sind eine lange Zeit, aber so ist er sicher. Phidias erwartete sein Urteil, doch du hast ihn aus Athen schaffen lassen. Ich dachte, du von allen Menschen würdest dem Gesetz am ehesten folgen. Phidias ist ein sehr guter Freund. Ich wollte verhindern, dass er schuldig gesprochen wird. Und natürlich gab es andere Faktoren. Du weißt davon. Ja, er hat Wahnvorstellungen. Doch wenn du einmal einen Freund hast, für den du alles tun würdest, wirst du verstehen. Ist eigentlich nicht so... Quatsch, ist eigentlich ganz klug, wenn ein Krieg vor der Tür steht, die Leute wegzuschaffen davon, die man gerne hat. Dein Leben ist in Gefahr. Ja, ja. Herodotos sagte das auch. Der Kult beunruhigt mich nicht. Ich werde jeden Tag von weit schlimmeren Menschen bedroht. Meine Sorge gilt Athen, der Zukunft der Stadt. Ins jedenfalls supi, dass Alkohol in der Gesellschaft völlig okay ist, aber wer Cannabis konsumiert, ist ein Verbrecher. Ja, wir haben da sehr unausbalancierte Gesetze. Ich wäre auch eher dafür, dass man Zigaretten und Alkohol deutlich höher besteuert. Und es vielleicht nicht so krass frei... Ich bin voll dreckig. Nicht so frei zugänglich macht, dass da ein bisschen mehr Kontrollen stattfinden. Aber hey, was weiß ich schon. Spartaner vor den Mauern, das Volk dahinter. Ich beneide dich nicht. Und trotzdem gibt es keine Stadt, in der ich lieber leben würde. Solche Gefühle sind mir fremd. Finde deinen Platz, dann verstehst du es. Aspasia lässt fragen, was dich so lange aufhält. Sag Aspasia, ich bin gleich da. Damit endet diese Unterhaltung dann wohl. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, meine Gäste können dir auch weiterhelfen. Wir werden sehen. Haben sie eigentlich schon. Oder? Wir hatten doch schon einiges an Infos. Ich muss wieder... Ach so, ich kann ja nicht klettern. Zu Fuß unterwegs sein ist scheiße in dem Spiel. So, kann ich jetzt wieder gehen? Verlasse das... Ja. Tschüss. Du siehst müde aus. Bin ich auch. Ja, von den Unterhaltungen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geredet. Dann bekommst du hoffentlich keine Halsschmerzen. Du hast deine Waffen gar nicht gebraucht. Willst du schon gehen? Am besten eine Antidrogengeile machen und dort dann schön Prosecco trinken. Ja, und Wein. Vergiss den Wein nicht. Ich hatte genug Athener Gastfreundschaft für ein ganzes Leben. Und Bier. Oh Gott. Es ist schön. Was wirst du als nächstes tun? Ich glaube nach Korinth, ne? Ich würde gern mit einer Frau in Korinth sprechen. Alkibiades hat mir von diesem Ort erzählt. Offenbar wird dort nicht lange gefackelt. Er sagt viel, wenn der Tag lang ist. Mach ich auch nicht. Das stimmt wohl. Eins noch. Ich habe von Aspasia etwas erfahren. Es ist wegen Kephalenia. Was denn?
Sie sagte, dort gäbe es eine Seuche. Meinst du, meine Freundin, das Brennfieber? Denk so etwas nicht. Was immer auf Kephallenia geschehen ist, ist nicht unsere Schuld. Oh. Ich werde hinfahren und herausfinden, ob es eine Seuche gab. Ja? Ja. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ja, vielleicht sind wir da doch ein bisschen schuld. Na, ich habe Episode 4 abgeschlossen. Bettelst du dieses Mal nicht darum mitzukommen? Nein, mir gefällt es hier. Und es ist nicht Kephallenia. Das heißt, du kommst zurück. Das konnte mir ja keiner vorher sagen. Und ich arbeite wirklich gern für Aspasia. Sie sagt, sie hat einen Auftrag für mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Auf bald, Cassandra. Tschüss. Okay. Da oben ist ein... Oh, der ist 21. Der ist ein bisschen zu stark für mich. Den nehmen wir nicht mit. Nein, der ist 12. Ach, du bist ein Arschloch. Komm schon. Zeig mir, ob du damit umgehen kannst. Hallo. Tschüss. So, die kämpft jetzt auch gegen ihn. Er ist ein Löwe. Oh, tschüss. Ich habe eine Lanze. Aua, aua. Warum kämpfen die denn auch gegen ihn? Rittin! Ja, er ist runtergefallen. Warum ist denn da ein Löwe? Was macht denn dieser Löwe hier? Oh lol, der ist ja wieder oben. Entschuldigung. Aua. Der ist tot. Das ist doch nur hinaus. Warum denn jetzt gegen mich? Was habe ich euch denn jetzt getan? Hä? Ihr habt doch gerade für mich gekämpft. Ich sehe sie. Ich sehe dich auch. Das tut doch hier jetzt nichts zur Sache. Tschüss. Du bist die Mühe nicht wert. Ja, dann hör doch auf. Tschüss. Entschuldigung, das ist immer noch das beste Feature in diesem Game. Jetzt heilt er sich. So, der erste ist dead. Tschüss. Tötest du wieder Tiere? Ich habe niemanden getötet. Also, keine Tiere. Der Löwe ist von alleine umgefallen. Das war ich nicht. Das waren die Typen hier. Dieses ohne Scheiß, der Kick ist so geil. Was muss ich denn jetzt machen? Aha. Sind alle ein bisschen zu. Das ist immer noch verbessere mein Speer. Ja, Söldner habe ich jetzt wieder eingekillt. Ja, hier. Der Tierbändiger. Ach, deswegen war der Löwe da. Na, guck mal. Das ist ja von alleine. Ja, die anderen haben ihn gekillt. Ich kann da wirklich nichts dafür. Was hätte ich denn machen sollen? Der Kopfgeldjäger wollte mich killen. Der Löwe ist in der natürlichen Pfeilallergie gestorben. Ja, das ist eine schreckliche Allergie. Die darf man nicht unterschätzen. Wie man gemerkt hat. Was macht denn die Ziege da hinten?
Ich gehe mal hier hoch. Was ist denn da drüben? Hoppala. Da sind wieder Dudes. Ist da irgendwas Besonderes? Oh nein, kein Sturzflug. Vogel. Glauben wir ihr? Ausnahmsweise. Ihr wart dabei, ihr habt es gesehen. Ihr habt gesehen, dass ich den Löwen nicht einmal gehauen habe. Ich nicht. Ihr habt gesehen, dass ich den Löwen nicht gehaut habe. Ich war nie unten. Das könnt ihr mir nicht anhängen. Ich nicht, habt ihr wohl. Man darf nicht sehen. Es ist 5:10. Ich melde es nur kurz an. Ja, habe ich selber schon gemerkt. Ich würde auch ein bisschen spielen, damit wir die Folge für YouTube noch voll kriegen. Hoppala. Wollte ich nicht. Ich muss einen Schatz plündern und ein Rätsel finden. Es ist 6:10. Die stehen hier alle ein bisschen blöd für mich. Das ist 6:10. Ich finde es übrigens schön. Ich habe übrigens einen Emote. Auf dem habe ich 6 Finger. So ein kleines Easter Egg. Könnt ihr mal nachsuchen. Oder warte, ich mache das einfach so. Wenn er rauskommt, greife ich ihn an. Na also. Nee, ich brauche doch nur den einen jetzt. Oh Mann. Weg. Wow, das geht nicht. Ja, kommt. Nein, doch nicht gleichzeitig. Du solltest nicht schreien, bevor du angreifst. Das ist nicht so smart. Ja. Ich hab dich auch entdeckt. Webstube klingt wie ein Internetcafé. Webstube, ja stimmt. Webstube. Okay. Setz dich hin. Machen wir so. Oh nein. Was ist denn der scheiß Schatz? Hier oben. Das ist schon wieder ein... ...16 Meter. Kommt der hier rein? Kenn ich den? Welches Level hat der denn? Ich will nur wissen, welches Level der hat. 13. Okay, der geht. Den können wir gerne killen. Oder zumindest versuchen zu killen. Kommst du hoch? Yes, du kommst hoch. Oh, scheiße. Nein, sein scheiß Fuckschild. Aua. Hat mir an die Nase getreten. Tritt doch! Aua. 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 Das ist nicht nett alles hier. Ich
ich kann dich halt nicht treten, leider. Voll sad, aua. Aua. Da! Jetzt kann ich nicht treten. Aua. Schlägst du auch mal, damit ich verteidigen kann? Scheiße. So. Nächstes tot. Sehr gut. Aber dann habe ich das ja eigentlich fertig, ne? Dann kann ich hier ja gehen. Gut, wir haben die Webstube abgehakt. Jetzt können wir irgendwo anders hinlaufen. Sieht schon aus, als wären sie auch nicht nett. Hm. Ach so, nee, das ist einfach nur die Mauer, über die wir gekommen sind. Kann ich wieder runtergehen? Hallo. Gehst du bitte wieder runter? Danke. Wir gehen mal aus Athen raus. Und laufen jetzt nach... wir versuchen jetzt die Piratin Xenia zu treffen. Wo muss ich denn dafür hin? Ich müsste zu meinem Schiff. Ist mein Schiff hier irgendwo, oder? Ja, nicht. Ich nehme mal an, ich muss hier hin. Und dann muss ich mit dem Schiff darüber fahren, weil ich glaube nicht, dass ich schwimmen kann. Also ich kann bestimmt schwimmen, aber ich glaube, ich kann nicht zu dieser Insel schwimmen. Hm. Ah! Schiff, komm zu mir! Bibbidi-bobbidi-bu. Danke. Hüpfi. Ich habe einen Auftrag an die Schiffstafel. Ich hoffe. Willkommen zurück! An Bord liegt eine Nachricht für dich. Sie kommt von den Delischen Inseln. Einer der Kultisten ist dort, Kassan. Sein Name ist Odarkes. Du liest meine Nachrichten, Barnabas? Ich habe nur mal reingelesen. Wo muss ich denn hin? Ach, ich muss da komplett an dem Ding vorbei. Dann fahren wir mal da. Wir fahren eine ganze Weile, probiert jetzt wieder. Ich bin nicht die Einzige, die nach meiner Mutter sucht. Der Kult wollte Nikolaus tot. Dann sind sie auch mir auf der Spur. Oh, die sind dir nicht gewachsen. Das siehst du richtig. Die Ausdauer von dem Schiff ist ein bisschen gering. Ich würde gerne ein bisschen öfter in Highspeed hier durch die Gegend düsen. Wäre ganz cool. Aber vielleicht kriegen wir diesmal keinen Besuch von irgendwelchen Bötchen. Das wäre ganz nett. Los geht's, auf geht's. 3 Tage wach. Eine Seefahrt, ja. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Was bist du denn? Schaut aus wie das Tempel der Medusa, oder? Sag es nicht zu laut. Also ich würde niemals im Leben meinen Fuß auf so ein Schiff setzen. Offene Gewässer! Wir segeln so schnell es geht! Schiffe sind so gar nicht meins. Ja, das Treibgut nehme ich auch mit, keine Sorge. Jawohl. Silber. Alter, ich brauche Holz. Kein scheiß Gürtel. Warum? Hier ist doch niemand. Macht schneller! Das Meer um Chaos ist gefährlich. Wir sollten vorsichtig sein. Warum?
weil verrückte Spieler auf dem Grund des Meeres lauern, schätze ich. Ist da irgendwo ein Hafen? Schiffsdock, ja, Tatsache. Wir sind schon auf Richtung Schiffsdock unterwegs, ne? Sind wir natürlich nicht. Da ist das Schiffsdock. Hoppala. Ich sollte vielleicht auch auf das Symbol achten, wo das Schiff drauf ist. Sechsfinger! Bereitet euch auf, ja. Bei einem Emote. Haltet das Maul. Keiner will euch singen hören. Blärren mir das ständig ins Ohr. Ich habe da wieder einen Aussichtsturm. Das ist gut. Ich gehe mal in Richtung des Aussichtsturms. Das nicht? Nee, das nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Bei dem habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber bei dem nicht. Ich hab so... Oh nee, geh mal weg. Hallo Ziege! Mittlerweile ist Runterspringen auch einfach praktischer, als irgendwie runterzuklettern. Denn ein bisschen Schaden nehme ich da gerne in Kauf. Was denn? Ich bin gerade mit Absicht runtergehüpft. Das sind zwei Aussichtsplattformen. Direkt hintereinander. So. Das hier hinten. Ach, der Löwe. Hallo, kleiner Löwe. Ich kann da bestimmt auch was mitnehmen. Jawohl. Na? Zack. Und bei allen anderen kann ich die Finger zählen. Da, wo man die Hand auch komplett zieht, sind alle fünf. Es kann auch sein, dass es natürlich ein Emote ist aus Stufe 2 oder 3. Okay, ruhender Löwe habe ich geschafft und da hinten, da gehen wir auch nochmal hin. Ist das mit sechs Fingern? Nee. Ich habe doch schlechte Augen. Ja, jetzt bin ich gerade aus 300 Metern Höhe gesprungen und konnte mich abfedern. Bist du nett oder bist du... Du bist nett, okay. Ach so, das ist auf irgendwo anders. Oh. Tja, die Verbrannten, die ist da. Da rennt ein Söldner rum. Ich muss mich verstecken. Ja, die würde ich jetzt ungern irgendwie angreifen, weil die macht mich ja platt. Sie sind die zwar ausgegraut, angezeigt, aber hier viel zu klein. Aua! Hm. Danke. Und da will ich doch gar nicht hin. Ich will doch da einfach nur... Da. Hier. Diesen Ort synchronisieren. Werde anonym. Wow! Dankeschön! Ich weiß welches. Danke, Discord. Bitteschön. Das war jetzt richtig gut. Ich wollte doch nur den Ort synchronisieren. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Achso, hoppala. Da hinten ist auch noch mal einer. Okay, die sind ja alle richtig, richtig schwer.
Okay, wir gehen da nicht hin. Und in die Richtung gibt es auch einen Kopfgeldjäger. Was ist das denn? Aber der ist 13. Warum kann er sich gerade nicht um mich kümmern? Das ist ganz praktisch. Ah, ficken! Das war nicht nett. Wirklich nicht. Gib mir den scheiß Schwanz jetzt! Alter, die sind auch auf Stufe 17. Was sind das denn für Schlachtschweine? Hoppala. Die Schweine hier sind echt praktisch. Habe ich gekillt. Mit der Unterstützung von Schweinen, aber habe ihn gekillt. Alle zu alt für Chi. Was, weil die 13 sind, oder was? Wer ist zu alt für mich? Ich will nichts mit dir zu tun haben. Nee, 17, ach so. Die Schweine. Hi. Du bist voll das Aggro-Viech. Lass mich hier raus. Ich bin viel zu schwach für diese Insel. Warum bin ich hierher gekommen? Machen wir nicht nochmal, ja? Ja, das weiß ich doch, dass ich da hin muss. Ach, scheiße. Ich bin viel zu underlevel dafür. Warum hatte ich denn jetzt so einen Schweineschrei hier? Hier, nee. Hier kann ich noch nicht hin. Die sind alle viel zu stark für mich. Was ist das denn für eine Scheißquest? Die ist da nicht rot. Ich bin aber erst 14. Ich habe keine Quests mehr für 14. Mann. Ich muss nochmal auf eine andere Insel und da ein bisschen Nebenquests machen. Da. Ich muss mir ein bisschen leveln. Wo ich das scharf sehe, das ist ein neuer Kickstarter mit Farming Game mit Yukais, das mega süße Seele mit 40.000 auch gut erreichbar, aber, und das hört mich hart ab, erst bei 200.000 wollen sie den weiblichen Protagonisten freischalten. Oh, das ist ein bisschen viel für einen weiblichen Protagonisten, ehrlich gesagt. So. Ich kletter hier jetzt nochmal an der hier Möpse runter. Oh, Alter. Hier war doch irgendwo da. Hier war eine Quest. Ah, da ist die Quest. Chere. Ich habe einen Auftrag für dich, wenn du so gut bist, wie ich gehört habe. Du kennst mich? Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Ich höre alles, was in dieser Stadt passiert, Söldnerin. Wie könnte ich ablehnen, wenn du mir derart schmeichelst? Ich wollte dir nicht schmeicheln. Ich wollte dich nur anheuern. Einige Spartiaten müssen dringend verschwinden. Deinen Namen kenne ich auch aus Detektivkonnen. Ich glaube, du hast eine falsche Vorstellung von mir, Feldherr... Demosthenes. Ich bin keine Mörderin, wenn es das ist, wofür du mich hältst. Ich halte dich für jemanden, der bezahlt werden will. Liege ich falsch? Nein, das ist, glaube ich, ein Polizist. Nicht vollkommen. Na schön. Also was willst du... Der mit den Locken. Meine Spione berichten, dass Sparta mobil macht. Und ich will, dass du sie dabei behinderst. Ich bringe ihre Festungen ein und beseitige ihre Befehlshaber. Das erscheint mir sinnvoll. Schön, dass du mir zustimmst. Bring mir die Siegel der Befehlshaber, die du tötest, als Beweis. Du wirst großzügig belohnt. Der etwas Ernstere? Ja, der Große. Sicher nicht.
Doch sie funktioniert. Das ist alles, was zählt. Mit der traditionellen Kriegskunst. Der was im Bruder hatte, so gar nicht aussieht wie der andere. Die anderen Feldherren sind dagegen, doch ich lasse nicht zu, dass sie uns. Klingt sie der Duda Syrika? Das habe ich nicht angeguckt. Was wollen sie denn? Sie wollen eine ehrenhafte, offene Feldschlacht, wo sich unsere Truppen direkt mit den Spartanern messen müssten. Eine Kraftprobe gegen diese Unholde könnten wir niemals gewinnen. Polizist? Wir müssen klüger sein als sie. Also, tötest du die Befehlshaber? Oder die Checkers Torture habe ich auch leider nicht geguckt. Nun gut, ich nehme an. Gut, ich habe zwar keine Genehmigung, meine Männer dafür einzusetzen, aber davon lasse ich mich nicht abhalten. Kennt auch ein Polizist aus Sherlock sein? Ich kenne den mit Sicherheit noch von woanders. Die Stimme ist sehr einprägsam. Was ist so besonders an den Siegeln? Sie werden nur an wichtige Spartiaten verliehen. An solche, die ganze Festungen befehligen. Sie sterben lieber, als sich davon zu trennen. Also bring mir die Siegel als Beweis für ihren Tod. Der hat aber auch ein bisschen eine bekanntere Rolle. Wo finde ich sie? Die Spartaner sind tief in Athener Territorium vorgedrungen. Sie kontrollieren Festungen, die einst uns gehörten. Lass sie für jeden Schritt büßen. Ich kenne ihn auch aus irgendeiner Serie. Wie sind deine Pläne? Ich tue, was nötig ist, um die Athener zu schützen und Spartaner zu töten. Das habe ich nicht gemeint, sondern deine persönlichen Pläne. Meine Karriere geht dich nichts an. Aber ich verlange nicht viel. Nur eine Anerkennung meines strategischen Genies. Ich weiß genug. Ich besorge dir die Siegel, Feldherr. Ich hasse was, ich auch. Weil ich mich dann auf nichts anderes konzentrieren kann, wie auf diese Stimme. Okay. Hier sind gerade viel zu viele Stimmen. So, wir kümmern uns da aber beim nächsten Mal drum. Und sie benutzt die bekannten Rollen vor allem, ja. Die ganze Zeit. Aber krass, wie viele bekannte Synchronsprecher die damit reingepackt haben. So.